Ja, da geht es wieder voran. Und damit ein dickes Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem kleinen Stream. Heute an diesem fantastischen Dienstag. Wochenende ist vorbei. Ich bin ausgeruht, wohlgelaunt und voller Tatendrang, wieder ins Spiel einzusteigen, um mir tatsächlich die Puerto Rico Werft weiterzuspielen, neue Geburtstagssachen abzuholen und eventuell schon die Huron. Und nein, das ist keine Beleidigung. Das ist ein Schiff. Für manchen sind Schiffe auch Beleidigungen, aber hey, da stehen wir drüber. Ne? Man muss halt sagen, Huron ist halt jetzt, sobald ich den nächsten Fortschritt habe, kriege ich hier einen wunderschönen Tier 7 Zerstörer auf dem Weg zu Puerto Rico. So, ne? Wir sind gut im Schuss, würde ich sagen. Ne? Alles schön gebaut. Perfekt. So. Und dann streben wir mal an. Na, wir haben ja am Sonntag die Container geöffnet. Na, gibt keine mehr. War leider ein bisschen enttäuschend. Na, ich bin nicht unzufrieden, aber ein bisschen enttäuschend. Ich habe irgendwie 2,5 Monate Spielzeit bekommen dazu. 1000 Dublonen, aber das waren auch schon die Highlights. Ansonsten nur Signale, nur Ökonomie-Boni-Flaggen. Furchtbar. Aber hey, ich bin nicht undankbar. Wie gesagt, enttäuscht, aber nicht undankbar. Das ist ein Unterschied. So, 7 Weltmeere. Wir holen uns das ab. Die nächsten Container. Perfekt. So. Oh ne, nicht Kampfaufträge. Moment, so. Wie jedes Mal, wenn wir hier aufs Wochenende kommen, leicht verpeilt. Aber hey, das ist kein Ding. Haben wir? Nee, wir haben keine Pässe. Okay. So. Aber Neuigkeiten gibt es. Jawohl, jawohl. Was haben wir denn? Aktualisierung, Kontentransfers, Spielertransfers von der großen EU haben begonnen. Ah. Unser Live-Geschäft von Wolbing aus Russland zu Weißrussland. Einschließlich World of Warships an Leicester Games übertragen wurde. Ab heute bekommen Spieler auf dem Just-Server die Möglichkeit, angeboten, ihr Konto auf die EU-Server zu transferieren. Das Transferfenster bleibt noch bis in Oktober geöffnet. Es kann ja sein, in Kommen ein Zustrom neuer Spieler erlebt. Wie will sie? Na, gibt ja diese üblen Vorurteile gegen russische Spieler. Die mögen begründet sein oder auch nicht. Das weiß ich nicht, kann ich nicht machen. Divisionen, spielen mit Freunden. So erstell dir eine Division. Ja. Ja, gibt es ein Gefecht, eure Freunde. Kommunikation mit einer Division, Taktiken. Ja, nein. Okay. 12 gegen 12 mit Kreuzern der Stufe 8. Die nächste Keilerei hat ja gestern gestartet, wenn ich mich richtig erinnere. Und hi Christo, wunderschönen Dienstag. Willkommen zu einer neuen World of Warships Werftwoche. Ne? Die neue World of Warships Woche beginnt ja immer Donnerstag normalerweise nach den Wartungsarbeiten. Aber Werft beginnt halt immer Dienstag. Wir können wieder gewinnen. 10.000 Kohle, 2 Kreditpunkte, 80.000 Elite-Kapitän, CP, Signale, Ökonomie-Boni. Ab gestern wieder bis Sonntag. Montag, die Nacht. 12 gegen 12. Auf welchem Tier denn? Stufe 8. Okay. So. Nichts, wo man abkrabbeln kann. Schade. So. Neuer Tagesauftrag. Wir rollen. Ah, das ist okay. Das heißt, tatsächlich kriegt man jetzt hier die heute auch noch. Das ist schick. Und wir haben fast den Monat schon durchgespielt. So, allgemein bleiben uns noch 9 Tage für 60 bei einer Dreiviertel Brand- und Wassereinbruch. Ja, müssen wir nicht spezifisch machen, weil macht sich von alleine. Ne? Zitadelle, Brandstecken, Wassereinbruch verursachen. Egal, was man damit macht. Es kommt immer was zustande. Oh, das ist Schmutz, das wissen wir. Gewinne ein Gefecht.
irgendein Gefecht. Gewinne ein Gefecht. Ach übrigens, kleiner Hinweis. Am Freitag, am Adventure Freitag, spielen wir das neue Monkey Island. Return to Monkey Island. Über den Grafikstil lässt sich streiten. Manchen gefällt es nicht. Aber der Humor, wenn man bedenkt, es wurde halt von Ron Gilbert geschaffen, dem ursprünglichen Mitbegründer, Mitentwickler der Monkey Island 1 und ich glaube 2. Wird Großes zu erwarten. Ne? Ich habe es mir geholt und wir werden es am Freitag dann zocken. So, irgendein Gefecht gewinnen, das passiert sowieso von alleine, aber die Tarnung ist eh Schmutz. So, das ist hier der große Knackpunkt. Maya Gus. Es geht schon Richtung Ende. So, entdecken Sie 100 Torpedos. Verdienen Sie 1700 Bänder. Das ist easy. 220.000 Kapitän-CP. Puh. Aber machbar. 42.500 Basis-CP. 1,1 Millionen Schaden an Schiffen. 1,4 Millionen Schaden an Schiffen. 1,9 Millionen Schaden an Schiffen. Okay. Die Bänder und der Schaden, die gehen von alleine. Flottenangriff. Ach so, ja, okay, das geht auch von alleine, ne? Torpedos, verdienen EP, potenziellen Schaden. Schaden. Verdienen sie für das Basis-EP. Oh, es geht noch weiter. Verdienen 160.000 Kapitäns-EP. Ja, das ist nicht schlecht. Ne? 160.000 Kapitäns-CP. Das ist tatsächlich kongruent mit ihm hier. 220.000. Das heißt, wir müssen so in dieser Woche 220.000 machen. Das heißt, die 7 Weltmeere. Quatsch, die Flottenangriff machen wir nebenbei mit. Rückkehr der Unternehmen. Okay, wir müssen Unternehmen noch machen. Ich denke mal, das machen wir zuerst, oder? Keilereien oder Keilereien? Ne, ich würde ganz gerne die ersten drei wieder mitnehmen, dass ich zumindest die Credits habe. Aber ich denke, wir machen die Unternehmen zuerst, damit wir die hinter uns haben. Das sind noch 3.500 knapp. Okay. So. So, zufälliges Unternehmen. So, was kann man da nehmen? Wir können die nehmen. Nein. Kreuzer. Ja, Kreuzer ist noch eine Ansage. Oh, hat er noch die ökonomischen Boni drin? Nein. Aber er hat die ökonomischen Boni drin. Die machen wir schön raus, ey. Ja, das sind halt die Standard-Boni. Ja, wegen der... Weil die halt eine echt gute Tarnung, weil die Tarnung schon hattest. Okay, dann... Zufälliges Unternehmen. Und, na, ich bin halt scharf drauf, diese Dinger hier zu spielen. Nein, nicht unbedingt wegen den Containern, die man direkt kriegt, sondern halt einfach, damit ich die Bonusgeschichten halt weg habe. Es sind ja noch so viele. So. Schiffs-EP. Kapitäns-EP. Ja, hier. Wir gönnen mal. Und Free XP. Weil ich ein Gönner bin. Ein Gönnjamin. Uhaha. Oh, guck mal, 36.000. Ich kann den nächsten Rumpf erforschen. Schick. Für 2 Millionen. Ja, easy. Komm, gehen Sie mit.
Der hat 44.000. Kann er was? Nein. Na komm, Amalfi. Nix. Algerien. Wir forschen. Reichweite. Der ist durch. Die Survey kann nix. Leander. Oh, ich könnte bessere Torpedos erforschen. Naja. Für 4000. Sind die besser? Nee. Leidlich. Hipper. 150.000. Sollen wir hier nochmal die Artillerie nehmen? Ja, nochmal 23.000 wieder abziehen? Hm, ja. Nee. Okay. So. Auf geht's. Wupp, wupp. Ah. 684,3. Das ist nicht schlecht. So. Ich bin immer gespannt, welches Szenario. So, let's roll. Hermes. Okidoki. Nur, ach, Hermes ist wieder schlecht. Es gibt halt, also vor dem Patch gab es wie viele Unternehmen? 5. Und dann kamen noch mal 3 dazu. Das heißt, es gibt 8 Unternehmen und du kriegst halt immer nur Hermes, Newport und das war's. Na, so, problematisch ist, ich bin Kreuzer, das heißt, ich werde wieder gefokust. Ah, wir haben glücklicherweise die Nordroute. Die ist einfacher. Okay, da kommt der Dings. Der muss weg. Flugabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft. Sehr gut. Das war wichtig, dass der weg ist. Ja, das spart uns eine Menge Flugzeuge. Wie viel hat denn er Reichweite? 12 Kilometer. Oh, schlecht, 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 schlecht. Ah, das ist diese Linie. Okay, okay. Flugabwehrmannschaften in normaler Alarmbereitschaft. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Plopp. Na, wie sie sich halt wieder hart auf die Hipper konzentrieren. Ah, jetzt hat er geschiftet. Boah.
auf den Zerstörer. Ja, solider Hit, gut. Okay, haben den Kreuzer getroffen. Der wird gleich weg sein. Na gut, die Hipper ist schon halb weg, ne? Ah, ich brauche Feuerpower auf den Zerstörer. Ja, natürlich. Feueralarm! In der Luft. Problem gelöst. Immer schön drauf auf die Gneisenau. Direkt. Bäm. Da hat's die Pensacola zerrissen. Warte auf Anweisungen. Ende. Ja, 1000. Ah, au. Ich würde sagen, 1000 ist nicht viel. Aber besser als gar nichts. Oh, ich muss Geschwindigkeit aufbauen. Ich hänge hier ein bisschen hinterher. Sehr schön. Einen haben wir schon erledigt. Fahren wir hier irgendwem drauf? Nee, ne? Brand. Oh, das ist schon der nächste. Da ist der nächste Flieger draufgegangen. Das ist gar nicht gut. Normaler Alarmbereitschaft. Boah, das war richtig übel. Was hat mir denn gerade hier so viel Leben gekostet?
Oh, ich muss den. Sag mal, Anhalt, was machst denn du da? Ich muss den Rap-Kreis ausloten. Ihr wisst, was ich meine. Yeah! Ausnutzen. Komplett ausnutzen, das Ding. Mich einmal vollheilen. Schon werde ich doch schon wieder von irgendjemanden beschossen. Flugabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft. Torpedos voraus. Ich war voll. Alter. Ja, dieses Unternehmen ist halt Grütze, ne? Da kommt halt ein Tier 7er NPC und pumpt dich halt mit Zitas weg. Ah. Missouri. Plop. Plop. Ah, hab's auch im Kapitäns-EP. Oh, wait. What? Ich nehme mal den Ladeexperten. Oh. Ab geht's. Und gab's. Ich guck noch mal schnell nach. Es muss doch Beschwerden wegen dieses. Forum wegen dieses Hermes. Ja, es kommt scroll nach unten. Ich gehe schwer davon aus, dass das Wargame ziemlich scheißegal ist. Schiffskapitäne, unterdrücken Sie den gegnerischen Widerstand. Decken Sie den Konvoi. Oh, endlich mal ein gutes Szenario. So, ich werde mich relativ schnell abspalten. Und dann hier, entweder hier oder hier fahren. Ja, weil ich hier schon auf der linken Seite bin.
deutsche Schlachtschiff gesichtet. Das Ding dürfte Toast sein. Alter, ist er schnell. Ja, aber ich habe ihn erstmal erwischt. Das ist wichtig. So, jetzt fährt er gegen die Insel. Easy. Gegnerischer Flugzeugträger entdeckt. Zerstören Sie das Ziel. Der Zerstörer ist noch da. Da ist er. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. So, sauber. Komme ich da drüber? Nein. Oh oh, das Pferd kann nach rechts. Ja, ich treffe relativ konsistent, das ist okay. Auch wenn der Spread halt recht scheiße ist, ne? Ja. Aber Feuer, Feuer ist wichtig. So, jetzt kommt das Little Bit of Trouble oder so. So, ich muss mich jetzt hier um meine Sachen kümmern. Kann ich denen mit der Missouri jetzt nicht mehr helfen?
What? Alter. Oh, jetzt müsste ich ihn aber langsam treffen. Er kommt nämlich ziemlich nah. Perfekt. Das war ein guter Hit. Das nicht. Das war ein superber Hit. Was das denn? So, oh, wieder ein Ding erledigt. Das ist mal eine Ansage. Gegnerischen Flugzeugträger gesichtet. Schiffskapitäne, decken Sie die Transportschiffe. Treffer! Alle Stationen, melde Position eines strategischen Ziels. Achtung, gegnerische Verbände entdeckt. Zerstören Sie alle gegnerischen Kriegsschiffe. Konzentrieren. Alle gegnerischen Transportschiffe wurden zerstört. Alter. Krieg mal den Flugzeugträger nicht. Aber das macht nichts. Na, war halt überflüssig, dass die Shibua hierher gekommen ist. Und die Scharnhorst bringt halt jetzt auch nichts hier.
gegnerischen Kreuzer gesichtet. Gegnerische Schlachtschiffe entdeckt! Gegnerischen Kreuzer entdeckt! Gegnerischer Zerstörer gesunken! Zum Glück werde ich hier nicht beachtet von ihm. Gegnerischen Flugzeugträger entdeckt. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Oh, er hat den Kreuzer tatsächlich, den Flugzeugträger tatsächlich noch tot gemacht. Nice. Torpedos voraus! Höhlenbruch! Wasser dringt schnell ein! Problem gelöst! Gefecht endet in 5 Minuten! Halt immer eine Zita dabei, ne? Ich sehe nichts. Der scheiß Nebel. Torpedos direkt voraus.
Ja. Kreuzer gegen einen Knocker. Awesome. Ich glaube, ein Cherbourg hat die Torpedos. Ich glaube nicht, ne? Sieht nicht nach Torpedo aus hier. Ist schlecht. Das hat weh getan. Das war Glück. Jawohl, gib ihm. Oh, der war gut. Oh, der wichtig. Au. Alle gegnerischen Schiffe wurden zerstört. Unternehmen erfolgreich abgeschlossen. Wer ist das? Tlant. Nice. Das gibt nun mal auf alle Fälle ein Lob. Na, no, Mr. Tlant. Lob. Assistent und High Under Fischen. Man sieht den Unterschied, ne? Hier unsere AFK-Scharnhorst. Krass. Aber ich habe meine drei Bonussternchen abgekriegt. Jawohl. So muss das sein. Ne, 1100 Free XP, 5600 EP schon. Und wir gucken mal, wie viel Kapitäns EP. 21.000 tatsächlich. Von 200, wie viel muss man? 220.000. Das heißt knapp 10% mit einem Gefecht gemacht. Ja, das ist halt. Kapitäns EP kannst du auch richtig gut farmen. Alter. Ja, ich würde sagen, mit der Sorry hat sich das jetzt gerade richtig gut gelohnt. Na guck, die Harlem ist auch da. Ja. Ja, ja. Ja. Aufstockung, Container. Alter. So. Alles wieder weg. Plop. Harlem. Alles wieder weg. Was hat die Harlem eigentlich gemacht? Zerstören sie gegnerische Flugzeuge. Yeah. Ja gut, immerhin 5000 Kapitäns-EP. So, bleibt noch übrig eine Leander. So, Chaka, Chaka, Kapitäns-EP, VXP. Was sieht da im Plan aus? 13.300 zu 15.000. Gib ihm. Go, go. Go, go, go. Ich bin voll hyped. Geil.
Oh, was hier schon wieder? Oh, was ist es jetzt für ein Unternehmen? Ich kühl aus. Die letzte Grenze. Was ist das denn? Das kenne ich ja noch gar nicht. Mit einem Flugzeugträger. Und sonst nur Achter. Na gut, da ist eine Scharnhorst, aber. Viel zu viele Achter. Das heißt, die Gegner werden richtig, richtig, richtig wieder mir schön hoch sein. So. Ach, MSG9, kennen wir doch. War das nicht eben auch gerade einer von MSG9? Das. Okay, ich bin im Bilde. Das ist machbar. Das ist okay. Hier Stützpunkt, Kommandant. Wir erwarten die Ankunft von Transport- und Angriffsstaffeln. Kampfflugzeuge leisten Unterstützung während Verladung und Evakuierung der Transportschiffe. Kriegsschiffkapitäne. Hä, wir sind hier nur vier? Ach, die Schlachtschiffe sind da oben. Wie, ich kann nur AP schießen? Was ist das denn?
Jetzt repariert er sich wieder. Dino Mexiko repariert sich halt einfach wieder. Ich wollte gerade fragen, sind die irgendwie unfähig, da einen Wyoming-Platz zu machen? Die AO-Bar ist halt ganz alleine da hinten. Hier irgendwo Heal. Ich kann der Obar nicht. Ich kann die Obar nicht retten. Das ist schlecht. Plop. Oh, wir haben die AO-Bar gerettet. Wein gehabt. Und da ist doch hier, oder? Warum fährt denn da keiner hin? Boah, das ist 10,5 Kilometer entfernt immer noch. Flugzeugträger kann halt gemütlich halt da hinfahren, ne? Ein gegnerischer Flugzeugträger wurde im Einsatzraum gesichtet. Zerstören Sie ihn. Ja, zerstören Sie ihn. Hat sich festgefahren? Nee, kommt gerade so rum. Okay. Wenn der Gegner Flugplatz zerstört, werden die Transportflugzeuge gewartet werden.
Raumzerstörer. Verpatzt euch. Du brauchst keine Heilung, Mann. Scheiß Scharnhorst. Eieiei. Ich hoffe mal, er fährt nur durch, ne? Wenn wer Heilung braucht, sind das die Kreuzer. Vor allem die Auba. Wie er nochmal abbremst hier. Unsere Reparaturbasis ist nicht mehr in Gefahr. Designierte Ziele zerstört. Hey!
Das war knäpplich. Wäre die Aubar straight in die Heilung gefahren, hätte man sogar noch mit allen Leuten überlebt. Aber hey, es gibt ein Seesternchen. Das ist okay. Oh, und wieder drei Dinger gefahren. Perfekt. Na, schön wieder meine 1000 bekommen. Jawohl, ja. Na, hat man nicht neben nicht eine Aubar? War das ein NPC? Ulu. Lass mal gucken. Hier, was ist der MSG 09? Chaos Blade. Na, schon wieder 18k. Ich meine mich zu erinnern, dass ich MSG 09 in dem anderen Gefecht auch drin hatte. Survey. Teammitglieder. Eine MSB. Okay. Und mal in dem. MSG 09. Nö. Ja. Namen klingt alles gleich irgendwie. Alles entfernen. Können wir irgendwas kaufen noch? So, Tallinn. Jawohl. Ah, klassisch. Zack, zack. Kapitäns-EP. Zack. Ah, ist auf einem guten Weg. Noch 600. Boah, knapp. Bringen. Gut, so. Noch 600, dann haben wir das wieder geschafft für die Woche. Glücklicherweise. Aber erst muss ich ein Biopäuschen machen. Hilft ja nichts. Bis gleich.